Hallo, meine Lieben, hier habe ich ein Haus mit 6 Zimmern und auf 2 Ebenen. Unten haben wir eine Garage oder 2 Garagen. Das Ganze befindet sich auf 250 Quadratmeter Grund. Man hat aber wenig Gartenbereich und ich warte noch auf mehr Fotos. Das ist in diesem Gebiet. Ich zeige es mal auf der Karte. Also, wer ein Häuschen haben möchte mit ein bisschen Gartenbereich in einem Dorf, wo es auch im Winter Schnee gibt. Also hier gibt es richtig Schnee und es liegt etwa bei 1800 Metern Höhe. Hier haben wir die Karte und es kostet nur 50.000 Euro, aber es ist halt nicht gleich bei Alanya. Das ist schon ein Stückchen. Wenn man hier, also da muss man locker 1 Stunde mindestens fahren. Wer aber davon träumt, günstig im eigenen Haus zu leben, mit einer großen Veranda, der soll sich melden. Bitte erwartet hier nichts Besonderes. Dafür ist der Preis auch sehr günstig. Und Veranda, ja, das wäre eigentlich die Terrasse, aber das haben sie zugemacht mit Fenstern. Und ich will ja nichts Falsches sagen. Und wir haben noch einen Minuspunkt. Papiertechnisch, also grundbuchtechnisch, also die wichtigsten Sachen, ist es noch nicht geklärt, ob auch Ausländer das kaufen dürfen. Also nicht türkische Passbesitzer. Das dauert noch, da warte ich noch auf die Antwort. Ansonsten muss ich sagen, wer wirklich seine Ruhe haben will, wer wirklich seine Ruhe haben will, hier hat er seine Ruhe. Ja, also wer wirklich seine Ruhe haben will, hier hat er seine Ruhe. Ich sage euch aber auch gleich, ich fahre nicht umsonst dahin. Ja, ich fahre euch, also wer Interesse hat, immer von vornherein alles abklären, dann hat man auch keine Probleme. Also ich fahre dort nicht umsonst hin. Das könnte mit einem Tagestour mit drin sein. Ihr wisst ja, ich hole die Leute vom Hotel ab, zeige ihnen einige Wohnungen und gehen dann Mittagessen und fahre sie dann wieder zurück zum Hotel im Raum Alanya. Und dafür verlange ich 200 Euro. Und warum mache ich das? Ja, weil ich will nicht auf Benzinkosten und so weiter sitzen bleiben. Ja? Und der Kunde soll ja unverbindlich alles anschauen. Ja? Und der Kunde soll auch selber ein gutes Gewissen haben. Das heißt, wenn ich ihn dann abends zurückfahre und er hat zig Objekte gesehen und dann ist er todmüde, man ist dann wirklich todmüde, dann hat er auch was gesehen und hat, ja, habe ich den Faden jetzt verloren oder was ist denn jetzt? Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander gekommen. Also es ist eine ewige Strecke und ich biete den Leuten diesen Service an, dass ich sie vom Hotel abhole im Raum Alanya und dann ihnen einige Objekte zeige und irgendwo noch Mittagessen gemeinsam gemacht wird und dann zurückgefahren wird zum Hotel. Und für diesen Service verlange ich 200 Euro. Die 200 Euro werden gut geschrieben, falls der Kunde doch was kaufen sollte. Falls er nichts kaufen sollte, ist auch nicht so schlimm, denn ich habe mein Benzingeld drin, ich habe ein bisschen meine Zeit nicht umsonst vergeudet und der Kunde hat das bekommen, was er wollte. Er hat viele Objekte gesehen und kann es besser einschätzen, was Sache ist. Und dieses Häuschen da ist halt schon am Arsch der Welt, ja. Und never ever würde ich die Mühe halt machen, einfach so dahin zu fahren, ja. Okay, also wer dafür Interesse hat, der soll Bescheid geben. Im Raum Alanya hole ich ihn dann ab und können wir dann gerne anschauen. Aber wie gesagt,
Ich verlange meine Umkostenpauschale. Okay, so viel von mir, meine Lieben. Wer Interesse hat, in der Pampa zu leben, soll sich melden. 50.000 Euro. Ob da noch was geht, weiß ich nicht. Müssen wir vor Ort probieren. Ich muss aber noch die Papiere erst einsehen. Ich gebe erst mein Okay, wenn ich die Papiere gesehen habe. Und ihr seht schon hier an den Bergen links, dass das baumfreie Zonen sind. Also das ist schon kühler hier. Ne? Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Video.